Hallihallo und willkommen hier wieder auf der Ravensberg im Lohner-Projekt. Ja, wir haben, wie man sieht, einen neuen Morgen. Es ist Sonnenschein und wir sind ja, beim Unkrautspritzen nach wie vor. Unser Drescher ist selbstverständlich auch am Arbeiten. Der tankt gerade wohl wieder ab und ja. Dann denke ich mal, dass wir heute wieder ein bisschen Geld verdienen werden. Weil rein theoretisch müssten wir mit der einen oder mit beiden Missionen eigentlich fertig werden. Wir müssen nur mit dem Spritzen hier so schnell sein, dass wir mit dem Traktor noch zum Feld kommen. Und die, ich glaub, Gerste war es, die wir da dreschen auf der 20, auch noch abfahren können. Sonst wäre das schlecht. So, hier in die Richtung. Schauen mal. Ach, der Drescher ist schon wieder am Arbeiten. Ich hoffe nur, ich weiß nicht, wie voll die Anhänger sind. Das ist jetzt im Moment so mein größtes Problem. Aber boah. Erstmal müssen wir jetzt hier arbeiten. Wie gesagt, wir wollen kassieren, kassieren, kassieren. Und wenn die beiden klappen, wären es halt 11.000 ungefähr. So, was haben wir denn noch? Wir hätten hier nochmal Spritzen. Wir haben hier 3, noch was, das sind halt 4 Hektar. Pflügen, Säen, Ernten. Im Maisgebiss haben wir nicht. 28, komm, das nehmen wir gleich, oh, gleich mal an. Ja. Wir müssen uns ja gleich die neuen Aufgaben sichern. So, weiter geht's nochmal. Spritzen nehmen wir auch. Ernten, das war Maisgebiss. Das ist auch mit Maisgebiss. Düngen. Fliegen, 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 sehen. Maisgebiss und was nicht. Also mehr können wir. Gut, das Düngen könnten wir rein theoretisch noch machen. Aber wir gucken jetzt erstmal, dass wir die Sachen dann abgearbeitet bekommen. Und vielleicht haben wir ja bis dahin dann auch schon wieder was Neues an Fahrzeugen oder Geräten, besser gesagt. Fahrzeuge wird noch etwas dauern. Da kann man von ausgehen. Aber irgendwie so ein MB-Truck oder so noch dazu vielleicht wäre vielleicht gar nicht so verkehrt. So einen kleinen MB-Truck zum Düngen eventuell. Oder ich weiß gar nicht, habe ich das Youngtimer DLC zum Beispiel wäre noch eine Möglichkeit. Da gibt es ja den Fast Track. Diesen alten. Der wäre noch interessant. Oder der Unim. Haben wir den Unim auch mit drauf? Ist der unter LKW? Ne, habe ich auch nicht. Gut, dann eventuell noch den Unimog. Unimog zum Sachen wegfahren wäre na klar interessant. Und man könnte auch die eine oder andere Arbeit noch mit erledigen. Da überlegen wir uns mal. Den, das muss ich mir mal merken, dass ich den Unimog fürs nächste Mal als Mod mit drauf nehme. Und im Übrigen, es wurde ja irgendwie vor einigen Folgen mal nachgefragt, ob ich nicht mal eine Modliste machen könnte. Ich bin dabei. Ich bin dabei. Es ist zwar, es dauert ein bisschen, aber das alles nochmal rauszusuchen.
Aber wird in den, ich denke mal, im Laufe der nächsten Woche wird die fertig sein. Und die wird es dann bei mir auf meiner Homepage geben. Die Verlinkung dazu wird dann aber auch hier in der Beschreibung mit drin sein. So, dann werden wir jetzt gleich mal den GPS-Kurs drehen. Oder, na komm, wir können auch schnell die kurzen Bahnen machen. Ist, glaube ich, egal, ob wir jetzt weiter Nord-Süd oder ob wir Ost-West fahren. Das kommt, glaube ich, ziemlich aufs selbe raus. So, wir haben schon 75%. Der ist bei 70 da drüben. Ja. Es läuft, es läuft, es läuft. Gut, es wäre na klar einfacher Ost-West wegen der Wände hier, aber egal. Jetzt machen wir es so. Ups, wir sollten auch Gas geben, das macht mehr Sinn. Und wenn wir die Spritze hier leer oder ziemlich leer bekommen, will ich mal dann noch mal gucken, ob wir irgendwo an so einem direkten Verkaufssilo aufladen, auffüllen, um noch mal wirklich zu testen, was das da kostet. Das war ja immer noch so unser Ding. Ach, weil jetzt muss ich mal was gucken. Haben wir nicht mit drauf. Ach, die wichtigsten Mods haben wir nicht. Ja, gut, ist auch egal. Bekommen wir alles auch so hin. So, 90%. Lohndienstleistung abgeschlossen. So, komm, klapp ein. Klapp ein. Und ich meine doch, dass hier oben dieser eine Punkt war doch Landhandel. Da müssen wir doch jetzt direkt vorbeikommen. So, wir haben 178 Liter, das heißt 1622 passen da rein. So, jetzt ist nur die Frage, wo ist das hier? Ja, das ist da drin, okay. Oh, da ist ein Hund. Schauen wir erstmal. Ne, hier ist nur Abladen. Das scheint mir nur eine Verkaufsstelle zu sein. Schade. Dann fahren wir jetzt zum Getreidespeicher hoch. Weil ich meine, dass da vielleicht auch die Möglichkeit ist. Schauen wir einfach. Uns drängt ja im Moment nicht so wirklich was. Wir können da ganz gemütlich hier über den Waldweg fahren. Kollege, mach mal Platz hier. Güter, ist das hier. So, Moment, da ist die 20. Da müssen wir nicht mehr. Wir müssen auf diese Seite hier. Wie gesagt, wir haben. Ich nehme dann doch mal lieber einen Taschenrechner nochmal zur Hilfe. 1800 gehen rein, 178 haben wir. Das heißt 1622
würden geladen werden. Geht das hier rein? Irgendwie. Oh. Ach hier. So. Dann hier. Ich glaube, das ist nur eine Überladestelle. Ist auch wieder blöd. So, tja. Dann machen wir das Ganze doch hier am Hafen. Wo ist hier Pflanzenschutz? Hier oben, guck mal. Markierung setzen. Ups. Ja, dann fahren wir da schnell hoch. Da kommt ein LKW. Das war knapp. Ja, und wir werden auf jeden Fall, wenn wir das Ding vollgeladen haben, gleich dann rüberfahren müssen zum Feld und gucken, wie voll die Anhänger sind. Weil ich habe irgendwie das im Gefühl, dass die bald komplett gefüllt sein werden. Und wir werden jetzt dann wirklich schauen, wenn wir einmal. Ich glaube, wir müssen hier schon rein, oder? Ja. Wenn wir jetzt Flüssigdünger, nee, Pflanzenschutz laden, was das kostet, und dann rechnen wir das einfach mal hoch auf 1000 Liter. So, das waren 1751 für 1622. Das heißt 1080 auf 1000 Liter. Und Pflanzenschutz war das. Jetzt lass uns mal gucken. Pflanzenschutz kostet normal 2,4, aber das sind 2000 Liter. Das heißt, wenn wir hier laden, da sparen wir uns 240 Euro. Naja, besser 240 Euro gespart als ausgegeben. So, jetzt müssen wir das Ding einmal irgendwo hier drüben abstellen. Die Spritze, und dann geht gerast rüber aufs Feld 20. So, und weiter geht's. Tanken, da müssen wir noch nicht. Ach, hier steht ein Kercher, das ist auch gut zu wissen. Ja, mit ein bisschen Glück sind die Anhänger jetzt voll, dann können wir die gleich wegfahren. Wobei es mir na klar lieber wäre, wenn wir das alles komplett in einen eine Tour bekommen würden. Aber wie gesagt, das müssen wir uns angucken. Aber wir sind ja auch schon so gut wie da am Feld. Koppeln wir einfach die beiden Dinger dran und dann sehen wir ja, wie der Stand da der Dinge ist. Oh ja, die Schiffe sind leiser, tatsächlich. So. Da sind wir. Ja, wir sind voll.
Dachte ich mir doch. Und der Drescher ist auch fast voll. Gut, wir müssen wegfahren. So, aber erstmal hier kassieren. Feld 20. Biospeicher Langenheide. Das war doch das Ding irgendwo. Ja, da oben. Boah, da haben wir einen weiten Weg vor uns. Aber nützt nichts. Nützt nichts. Da müssen wir jetzt durch. Wobei wir könnten doch hier vorne links über die Brücke fahren. Da müssen wir nicht durchs ganze Dorf durch. Das könnte vielleicht eine kleine Abkürzung sein. Also wie gesagt, das muss ich mir nochmal aufschreiben mit dem Unimog. Und ich wollte noch ein anderes Anhängerset nochmal mit reinnehmen. Vielleicht lockert das dann unsere ganze Geschichte hier noch ein bisschen auf. Ja, Gerät muss entladen werden. Das ist klar. Tut mir leid, es dauert jetzt einfach ein bisschen. Ich beeile mich. Und da wäre halt eben wirklich der Unimog zum Wegfahren mit 80 km/h doch wesentlich besser. Ich glaube, das sollte wirklich das nächste Sparziel werden. Einmal Unimog kaufen und mit dem kannst du auch mal Spritzen zur Not oder auch vielleicht eine Sämaschine ziehen. Weil wenn man den PS-mäßig später dann, denke ich mal, hochpowert, kann der doch einiges machen. Schaffen wir das heute noch? Zumindest ist das Abladen, das will ich noch hinbekommen. Das sollten wir, denke ich mal, geregelt bekommen. Das dürfte ja nicht mehr weit sein. Vielleicht hatte ich da jetzt noch einen zusätzlichen Marker gesetzt. Weil ich sehe da aktuell. Nichts. Warte mal. Das machen wir aber mal. Damit wir da noch ein bisschen was sehen. Ah, da ist er. Da ist er. Aus dem Panoramadach scheint er raus. Hallo? Hallo. Klingeling. Biospeicher Langenheide. Auch schön lang hier. Wir schaffen es nicht mit beiden Kippern gleichzeitig abzukippen. Na gut, egal. So, aber während ich jetzt hier noch am Abkippen bin, würde ich sagen, machen wir erstmal Feierabend für heute. Morgen geht es dann selbstverständlich weiter hier. Ich würde mich freuen. Schaut gerne wieder rein. Bis dahin, macht es gut und tschüss.